Ja, abschreckend. Das war ja distanziert und. Also die Musik sollte im Grunde genommen dazu dienen, das Thema zu bedienen. Das Thema war Tod und, naja, Unterstützen. und Teufel. Ja. Hölle. По мнению самого режиссера и его команды, такая музыка, она несколько, ну, такая сатаническая, да, что ли, она должна напоминать о, ну, тяжелая, да, и она должна напоминать, ну, и о смерти в том числе, то есть она несколько даже пугающая, и вот ее использовали для поддержки той идеи, которая, ну, явилась в конце фильма, да, то есть все-таки смерть. Вот поэтому. Und ich wollte eben nicht klassisch werden, weil ich ja immer so klassisch bin. Also ich wollte irgendwie versuchen, modern zu sein, aber weiß ich nicht. Ну и классическая музыка тоже применялась. Я хотел вот на этом смешении разных стилей, на этой, ну, эклектике вот сыграть. То есть это такой вот получился поддержку идеи фильма. Что значит человек-бабочка, смертельный менш, который появляется вместе с тяжелой музыкой? Und was bedeutet dieser Schmetterling-Mensch, welcher zusammen mit dem Heavy-Metal-Musik erscheint? Ja, genau, das sollte ja eigentlich der Teufel sein, aber er ist ein Witz, ne? Der ist nach hinten losgegangen. Also, das heißt, das ist dann so niedlich alles, furchtbar, das ist nach hinten losgegangen. Ich wollte eigentlich in Schreckensmann, aber was da steht, ist eine komische Figur. Und das war nicht beabsichtigt, aber ich hatte vorher überhaupt null Zugang zu irgendwelchen, was jetzt die Tanztruppe da betraf. Die kam da von der Schule, glaube ich, also von der Tanzschule. Und da hatte ich überhaupt keinen Zugang vorher zu deren Proben oder Entwürfen und so. Da war null Kontakt. Ich bin im Grunde genommen damit konfrontiert worden am Drehort. Also so war das. Ich weiß nicht, aus irgendwelchen schulischen Gründen war das wohl so. Ich war sowieso unzufrieden mit dieser ganzen Tanzzeug da, weil das so niedlich ist und so fernsehmäßig und so langweilig und so zum Kotzen, aber was soll man machen? На самом деле идея вот этого человека, ну, шутки ради сначала он сказал, ну, типа, это и есть черт, но нет, конечно, это не так. На самом деле это была идея той танцевальной школы, которая привлекалась к участию в фильме, вот постановка, да, это была их, и эта странная фигура, ну, как бы она довольно-таки случайно получилась, у режиссера не было доступа к вот идеям этой танцевальной школы, к проекту, который планировался для участия в фильме. Это было сделано намеренно. То есть, ну вот хотели сделать именно так, что режиссер не знает, что, ну как бы, что станцуют. Вот. И вот получилось так. Вот они выбрали такой образ, и он остался в фильме. Как вам работа с Готфридом Йоном из мира Фассбиндера? Почему именно этого актера Фассбиндера вы взяли, и как вы, не кажется ли вам, что он играл немного сам по себе? Und die nächste Frage ist, wie war für Sie die Arbeit mit Gottfried John, also aus dem Fassbinders Welt? Und ob es Ihnen nicht schien, dass er ein bisschen anders war und ein bisschen anders gedreht worden war als die anderen? Absolut, das lag an ihm. Genau das war auch irgendwo der Eindruck von mir von Anfang an. Er war besonders. Er war also, er hat die Figur vollkommen anders aufgebaut, wenn er überhaupt eine Figur aufgebaut hat. Er hat eigentlich immer nur Punkte, also von einer Haltung gesetzt, über den Text weg. Also es ist nur meine Interpretation, die ich jetzt. Von meinem Eindruck her, den ich dann hatte. Ich war erstmal sehr verblüfft, weil er überhaupt nicht diesen Fassbinder, also Widersprüche und er kommt daher, Brausewitz oder irgend sowas. Aber er war ganz im Gegenteil zurückhaltend, ein Gentleman und sagte überhaupt nichts. Und hat aber dann ist immer gekommen und er hat den Text inspiriert. Also er hat sich vom Text inspirieren lassen, von jedem Satz und den hat er dann
als Inspiration meines Erachtens weitergegeben an den Zuschauer. Und das ist seine Stärke, dass er gewissermaßen aus dem Text heraus eine Inspiration gemacht hat, eine Anregung, ein Esprit-Gebilde. Und er hat im Grunde genommen nur eine Figur gebaut, ein bisschen über sich, indem er dann irgendeine Handlung zu diesem Satz gefunden hat. Eine Körperlichkeit, sodass dieser Satz zu ihm passte und sozusagen von ihm gesprochen wurde und nicht irgendwo nur deklamiert. Aber trotzdem, er hatte von Anfang an eine Leichtigkeit, die alle anderen natürlich nicht haben, die gewissermaßen mühsam, wenn man normalerweise nach Stanislavski sich eine Rolle erarbeitet und so weiter, über einen Charakterkörper, über einen Charaktermaske und so weiter fort, die man dann wieder wegmachen muss, um Leichtigkeit zu erzeugen. Er hat die Leichtigkeit von Anfang an gehabt, weil er eben vom Text her kam und von der Inspiration. Das setzt aber nur punktuell eigentlich eine Figur, also oder ein Klecks höchstens, also ein Handlungsklecks oder wie man das nennen soll, ein kleines Cluster und eine Linie von Punkten. Es ist keine Figur, also die Tiefe einer Figur fehlt. Ne? Man kann eigentlich nicht erahnen, was in dem Typ vorgeht. Man hat null Ahnung. Er sagt immer inspirierende Sätze, die wunderbar daherkommen, das Erleuchtung und so weiter, leicht daherkommen. Wunderbar alles. Aber wenn es darum ging, jetzt eine Hauptfigur zu sein, gut, das ist ein Problem. Also ich sage sozusagen, die Tiefe einer Figur ist natürlich nicht durch so eine Arbeitsweise zu erreichen, die er höchstwahrscheinlich sich angeeignet hat, um über die Hürden dieser Schauspielkunst hinwegzukommen und trotzdem das Ziel zu erreichen, eine Figur darstellen zu können und Erfolg zu haben. Und das hat er, weil er eine gebrochene Nase hat, ein gebrochenes Gesicht, eine gebrochene Figur ist, an sich schon. Er ist im Grunde genommen der Schauspieler, der gebrochen daherkommt. Und genauso wie alle berühmten Schauspieler Hollywoods setzt er das ein und es funktioniert. Also man kann sich da überhaupt nicht beklagen, man kann nicht meckern. Es ist ein Phänomen und es also ich habe dann nur also er braucht im Grunde genommen nicht diese Mühe, wenn man so will, sich durch diesen Charakterkörper zu einer Rolle durchzuarbeiten. Also, ne, und dann sozusagen das wieder abzuschlacken, damit diese Mühe nicht zu spüren ist, wieder zu einer gewissen Leichtigkeit zu kommen. Das braucht er nicht. Dadurch erscheint aber so ein bisschen Oberflächlichkeit. Da kann man ein bisschen mäkeln und sagen, oh, die Figur, die ist aber sehr punktuell und ist kein Körper da. Ne? Also, was da drinnen vor sich geht, ob er eine Seele hat, ob da irgendwas von Gefühlen da ist da drin, das weiß man nicht. Er ist Blackbox ein bisschen. Ne? Okay. Da, действительно, этот актер, ну, во-первых, когда они рассматривали варианты, да, кто мог бы сыграть эту роль, именно Готфрид Гён, ну просто вот он абсолютно точно подходил для этой роли, хотя абсолютно с вами согласен режиссер, что он действительно несколько действовал сам по себе, но именно это создавало определенную легкость. То есть если мы понаблюдаем, как играют актеры ну, в различных фильмах, в том числе и в моих, то можно увидеть, что некоторые из них ну, испытывают напряжение, они прилагают усилия к тому, чтобы сыграть нужную роль, чтобы действовать именно так, как ну, задумано, да, чтобы получить результат, который был задуман режиссером. Но вот у него этого не было, у него была изумительная легкость, и вот эта легкость как раз привлекла в первую очередь, когда, ну вот так сказать, кастинг, да, если говорить современным языком, происходил. И, ну просто они никого другого даже не видели на эту роль. И еще господин Киппинг говорит, что вот если взять персонаж как линию,
то вот у Гёна эта линия была как бы пунктирной, не сплошной. Он такой несколько был, ну, порывистый, да, у него все было ломаное, ломанный нос, ломанная фигура, так сказать, да, ломанный образ. И именно это было то, что было нужно. То есть вот, ну, он просто абсолютно идеально подходил для этого. Плюс, ну, некоторая поверхностность в связи с этим тоже возникала, да, но вот был выбор сделан именно в пользу этого актера в первую очередь из-за той легкости, которую он производил, когда вдохновленный каждым предложением своей роли, да, своего текста, он, ну, просто он вдохновлял и в том числе всю команду и зрителей при этом, да, ну вот поэтому так. Что значит голубое вино, то есть вино из голубого бокала и голубой бутылки, который пьет Навалис, это тоже что-то связано с голубым цветком или что это, эликсир какой-то? Noch eine Frage, was bedeutet der Wein aus der blauen Flasche in dem blauen Glas, ob es auch irgendwie mit der blauen Blume verbunden, der Navalis trinkt im Film? Ja, ja, die haben dann, die Requisite war recht bemüht, weil eben die blaue Blume eben nicht da war, wir haben ja im Winter gedreht und so weiter. Also die, da waren keine Blumen da, nichts. Und deshalb hatte ich die Requisite gewissermaßen von selbst was einfallen lassen, um diese blaue Blume mal wenigstens irgendwo. Ich habe ja immer gepocht, ich habe den Szenenbilder, wenn ich ihn überhaupt erreichen konnte, aber vorher zumindest, als wir uns da mal ausgesprochen haben, habe ich immer gebettelt, dass er diese blaue Blume herstellt. Für mich war das natürlich ein Gebilde fast bis zu einem Wolken. Ne? Es gibt ja so einen schönen Film, wo so ein Baum oder so eine Blume oder irgend sowas in die Wolken wächst. Und sowas habe ich mir natürlich gewünscht. Aber nein, 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 ich habe es nicht bekommen. Also die Requisite hat sozusagen sich bemüht, wenigstens einen gewissen Ersatz herzustellen, aber... Это действительно символ голубой розы, голубого цветка. И я прошу прощения, кстати говоря, я называю голубую розу, потому что в классическом переводе Навалис, стихотворение Навалиса назвали почему-то на русском языке именно розой, а не цветком. На самом деле голубой цветок в немецком. Значит, да, был недостаток реквизита. На самом деле нам очень хотелось использовать там что-то, ну, именно сам голубой цветок, то есть что-то такое вот, ну, растение какое-то, ну, чтобы оно было голубое. Но вот по разным причинам не получилось, и нужно было найти замену. И мы решили, что вот голубая бутылка, голубой бокал, они будут тоже как бы символизировать, да, романтику, голубой цветок. У меня такой вопрос. Вот у вас там играет композиция группы Bolt Thrower. И вот я хотел спросить, почему именно эта группа, и рассматривали ли вы какие-то другие музыкальные дезметал коллективы, и вообще, что вы сами слушаете? Es ist eine Frage, aber eigentlich das sind zwei Fragen. Die erste ist, Sie haben in Ihrem Film die Komposition, die Musik von Paul Trover gebraucht und... ob Sie irgendwie beabsichtigt diese Band ausgewählt haben. Und die zweite Frage ist, ob Sie überhaupt Heavy Metal selbst hören, ob Sie diese Musik hören. Und, also. Nein, ich habe die damals gehört, also beim Film, aber das ist mir zu anstrengend, immer wieder diesen selben Schmerzstellen, sag ich mal, diese selben Knöpfe gedrückt zu bekommen. Da wäre ich verrückt, also weil ich muss dann irgendwo aus der Haut fahren können. Und so bin ich sozusagen Sklave dann, wenn ich die ständig höre, Sklave dieser Musik, das gefällt mir nicht. Also die hat mich damals sozusagen überzeugt. Als ich die gehört habe, dachte ich mir, Mensch, das könnte doch etwas ausdrücken. Also diese also dieses was ist es denn? Keine Ahnung. Also etwas, was da so herummogelt, 10 Kilometer unter der Erde oder so etwas, so ein Gurgeln. Ja. Und aber nun selber jeden Tag mir das, ich bin doch viel zu alt dafür, um mich, also schon damals, um sozusagen nur Amboss zu sein und auf mich einschlagen zu lassen, weil das da wehre ich mich, da wehrt sich der Körper und so weiter. Das,
Da, ich brauche dann doch die Abwechslung oder zumindest die Stille. На самом деле я вообще не поклонник такой музыки, и, ну, в принципе, выбор был не мой, выбирали там вместе с коллегами. Это вот то, что он изобразил, вот так он воспринимает тяжелый металл, и ему просто казалось, что вот именно вот это направление, оно очень соответствует идее, ну, вот всего темного, там, смерти, да, вот, вот этих символов. А так, нет, он не считает себя поклонником этой музыки и только признает, что, ну, она тоже может сыграть очень серьезную роль, да, если ее правильно использовать. То есть выбор группы, я сказала, да, группу выбирал не он сам лично, а просто, ну, кто-то из тех, кто лучше в этом разбирается, так сказать. А оду к радости Бетховена он иначе воспринимает? Она ему нравится? Und was ist mit der Ode zur Freude von Ludwig van Beethoven? Gefällt Ihnen diese Musik? Ja, also die, ich habe natürlich da massive Kritik, vor allem von den Wessis, also von westlichen Zuschauern gekriegt. Ich hätte die Musik verfremden müssen. Also ich war damals nicht der Meinung, ich bin auch heute nicht der Meinung, ich habe viel zu viel Lust an dieser Musik, als dass ich sie nur noch verunzen lasse. Die sind alle der Meinung, man müsste dann sozusagen eine Interpretation oder so, aber für mich ist es sozusagen, ich könnte das jeden Tag hören, weil das, das ist sozusagen, da ist so vieles drin, an Höhen und Tiefen, an Breite, an was weiß ich, dass mir da nicht übel wird. Die andere Musik war gewissermaßen eine Verliebtheit. Nee, ein kurzer Moment von Verliebtheit, wo ich dachte, Mensch, was ist es? Das reißt dann sozusagen diese Tür auf und zeigt den Raum, diesen unendlichen Raum des Grollens, des der tiefen männlichen Stimmen, die da herummurkeln, irgendwo im Erdinnern gefesselt und so weiter. Aber der Beethoven ist einfach unschlagbar. Der ist... Vor allem, ich bin doch nicht mit Beethoven aufgewachsen. Ich kann den immer wieder ertragen, ohne dass es mir schlecht wird. Ну, да, конечно, «Ода к радости» – это прекрасная музыка, и она тоже выполнила свою определенную роль. Она противопоставлялась в какой-то степени некоторым, ну, вот, аспектам, да, которые поддерживались металлической музыкой. То есть вот это... металл, который звучал, ну, как что-то темное, да, как символ, вот, ну, ада, не ада, ну, такого вот темной части, да, как бы, ему противопоставлялась «Ода к радости» Бетховена, как символ влюбленности, как элемент такой, ну, открывание двери какой-то, да, но вот, а за дверью оказывались, ну, не очень хорошие вещи. И вот, ну, наверное, в какой-то степени происходила игра на противопоставление вот этих двух видов. И, конечно, Бетховен, он, ну, ни с чем не сравним, и, ну, его просто нельзя сравнивать с другой музыкой. Это личное убеждение режиссера, он его, именно этого композитора он очень любит. Beethoven bringt einen immer wieder zum Weinen, weil die Welt nicht so ist, wie er da diese Utopie auf. Das ist das, dieser wahnsinnige Gegensatz zu dem, was ist, und diese Euphorie der Brüderlichkeit. Selbst das Wort haben sie ja abgeschafft, weil das jetzt für die Schwulen vielleicht zutrifft oder sonst was. Also dieses Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Brüderlichkeit ist da irgendwo runtergefallen. Nicht? Da könnte man sofort losheulen, weil das ist ja genau das Gegenteil eingetreten. Wir sind doch überhaupt, wir sind Kain und Abel, ja, gut, das waren auch Brüder. Да, и еще добавил режиссер, что Бетховен, ну, вызывает у него часто желание плакать.
потому что, ну, не только потому, что это великая музыка, но и потому, что, ну, как бы вот то, за что боролись, то, что хотели, то, чего хотели добиться, ну, например, посредством устранения Берлинской стены, свобода, равенство, братство, ну, на самом деле не добились этого. То есть, конечно, страна воссоединилась, но ни свободы, ни равенства, ни братства на самом деле не появилось. Это очень грустно, на самом деле. То есть он смеется, улыбается, но на самом деле это как бы смех сквозь слезы. Вот. Пожалуйста, ваш вопрос. Будьте добры, знакомы ли вы с фильмом Марка Захарова «Убить дракона»? Потому что у меня сложилось впечатление, что во многих местах эстетика очень схожа. Да, еще очень похоже на санаторий под Клипсидры, я добавлю. Ob Sie die Filme von dem sowjetischen, russischen Regisseur Mark Sacharow kennen, einen Drache zu töten? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe jetzt nicht mehr ins Kino. Also wenn das etwas, ich gehe fast also 30 Jahre nicht mehr ins Kino, weil es ist mir zu teuer. Ich habe bis so zwei, drei wirklich gute russische Filme gesehen. Mal so spät abends irgendwann liefen die, die waren hervorragend, muss ich echt sagen, dass auch einer, der war so faustisch irgendwo, also das war ein toller Film, das war genau meine Richtung, das ist genau meine Richtung gewesen. Aber ich fürchte, dass das in Russland auch keine Chance hat. Ihre Ästhetik in Ihrem Film, sehr ähnlich der... Genau. Deren aus den Film habe ich gesehen. Ja. Wenn das, der war genauso wie ich, also der war wunderbar. Aber ich weiß nicht, wie der Name ist. Tut mir leid, ich habe das nicht. Okay. Ich hab mehr auf die Bilder und die Emotionen geguckt und weiß jetzt, ich kenne mich nicht in die. Ich mache zu, weil die es tut erstmal ungeheuer weh, überhaupt Kino Filme zu sehen, weil man abgeschnitten ist, schon 30 Jahre abgeschnitten und das ich wenn ich das über Fernsehen mal so wahrnehme, meistens ist aber nur alles Scheiße. Also es, aber diese Filme sind wirklich Gold wert. Also diese da gibt's noch zwei andere russische, die mir gefallen haben, aber ansonsten läuft ja da auch nur Scheiße. Also Entschuldigung, aber Hollywood, ne, irgendwo Nachschlag. К сожалению, я не могу точно сказать, видел ли я фильм «Убить дракона», потому что я видел фильмы, которые, очевидно, были вот такого же направления, как то, что я снимал, но не помню названий, не помню, к сожалению, даже имен режиссеров, но точно, что российские фильмы, ну, вернее, фильмы российских режиссеров, советских режиссеров были. Возможно, что это был как раз этот фильм «Убить дракона» и «Санаторий». То есть, ну, как бы названия знакомы, но я не могу точно сказать, вот, видел ли я их или какие-то другие. Вот. Вы говорили, что вам нравится венгерский режиссер Габор Боди. Вот он тоже близок к вашей эстетике местами, да? Но к какому он близок к вашему фильму про Навалиса? Sie sagten früher, dass Sie den ungarischen Regisseur... Aber Bodi und Husarek vor allem, Husarek und Bodi. Und dass ob seine Ästhetik ihrer auch ähnlich ist und ob Sie etwas in Ihrem Novalis-Film auch, etwas auch von, mit ihm zu tun haben. Das ist eher Wunschdenken von mir, diese Poesie, die diese Filme haben von Husarek und Bodi. Die kann ich gar nicht, weil die bei Bodi ist es wohl der Szenenbildner gewesen, der genial war und dann hat er sehr viel Geld dafür bekommen, um diesen Film zu realisieren, also hier Narziss und Psyche. Und man braucht wirklich einen genialen Szenenbildner und gutes Geld, um diese Poesie herzustellen, also ne, überzeugend mit der entsprechenden Kameratechnik. Husarek ist gewissermaßen der ist so wunderbar mit seinem Film hier, Trunk Valley.
Also die erreiche ich nicht. Die sind so speziell ungarisch, das ist wunderbar. Da kann man nur hinterher sich sehnen und sagen, mein Gott, das ist die Welt so, wie du sie dir erträumst, wie du sie, so möchtest du Filme machen. Ne? Da bin ich auch nur ein Schüler, ein Student und bewundere die Meister. На самом деле, вот два венгерских режиссера, которых упоминает господин Киппинг, Буди, и на самом деле они настолько непревзойденные для меня, гениальные мастера, что я не уверен, что я мог бы такого уровня достичь. Ну и кроме того, они были признанные гении, которые, ну, в определенном смысле получали чуть больше возможностей и для съемок. Да, например, «Нарцисс и Психея» у Буди, ну, то есть это очевидно, ну, шедевр киноискусства. Во всяком случае, к этому так отношусь я сам. Вот. И, ну, поэтому, нет, я чувствую себя только, ну, вот как бы, как ученик перед мастером, перед ними. Ну, что-то, возможно, да, где-то что-то проявляется, естественно, в эстетике. Ich komme auch nicht an Tarkovsky oder Parachanov ran, weil die haben eine Entwicklung durchlaufen, wenn man sich jetzt den Diplomfilm von Tarkovsky anguckt. Da ist er auch noch nicht zu ahnen. Dieser geniale Meister, der hat sich dann entwickelt. Und wenn man die selber nicht die Möglichkeit bekommt, sich zu entwickeln über Filme hinweg, das hatte ich nicht. Ich bin immer mal Interruptus. Und mein Film, der eine war Interruptus und der andere war auch, es war alles nur Interruptus. Alles kurz vorm Höhepunkt war ich immer weg, wurde ich herausgerissen. Also sagst du, kann man doch nicht ein Meister werden. Klar. Еще упоминает Сергея Параджанова и тоже говорит, что вот, ну, это тоже тот мастер, который оказал на меня влияние, но это как бы вот, ну, шутка была грубоватая, да, как прерванный половой акт, да, не достигнув вот вершины, я прервался, я перестал этим заниматься. Может быть, я бы смог тоже достичь этого уровня, не знаю. Ну, пока вот это великие мастера, а я только вот, ну, намного, ну, считаю себя намного слабее их. А про какие бы фильмы он хотел снять, если была бы возможность? Про кого? Und welche Filme und über wen würden Sie drehen jetzt, wenn Sie eine Gelegenheit dazu hätten, jetzt? 20 mindestens. Erstmal. Ich habe ungefähr 20 bis 30 Ideen oder Drehbücher hier liegen und ja, ich würde Nietzsche, Goethe, ich würde alle, erstmal alle irgendwie als Romantiker gelten, würde ich versuchen, mir vorzunehmen und von denen was zu lernen. Weil man, wenn man sie gestaltet, erfährt man sie am ehesten. Man erfährt sie, indem man sie selbst gestaltet. Dann plötzlich hat man eine vollkommen neue Sicht auf die Menschen und man entwickelt sich enorm. Weil sie immer, jeder, ob Novalis oder selbst die Günter Rohde, jeder ist Meister seines Fachs, seiner Gedichte, seiner kleinen. Jeder ist ein Meister und von jedem kann man lernen. Und ich würde erstmal durch diese ganze Schule der Romantik gehen, um dann auszuatmen und zu sagen, Gott, hab dich selig, das ist eine wunderbare Welt. На самом деле было 20-30 сценариев, ну, или идей сценариев, если честно, не совсем поняла. Но во всяком случае, о романтиках, о тех людях, которые были романтиками, скажем, раньше, и во что они развивались далее, да, то есть во что превращается романтик с течением жизни, то есть не называя конкретных имен, просто о каких-то вот известных романтиках и о том, что с ними могло бы стать или стало впоследствии. Вот что-то такое бы снимал. Ich glaube, Nietzsche würde mich am meisten interessieren, aber ob ich den packe, das ist noch die Frage, weil Nietzsche natürlich abgrundtief ist und immer noch 300 oder 500 Jahre voraus ist. Keine Ahnung, aber man müsste es zumindest mal versuchen, irgendwann. Ну и вот отдельно называется имя Nietzsche,
потому что это было бы очень интересно, конечно, снять вот об этом человеке, или скорее образ, об образе этого человека, но, наверное, это было бы очень трудно, однако я бы попытался, если бы такая возможность была, это было бы очень интересно. Вы говорили, что атмосфера на съемках вашего второго фильма, вот «Навалис голубой цветок», была помрачнее, чем на первом «Страна за радугой», и поэтому и фильм получился как бы более мрачный. А что вот первый фильм, там было всем весело, все как бы был в каком-то угаре свободы, и что он вот такой тоже веселый получился. Но мне кажется, здесь вам тоже было прикольно, на самом деле. Letztes Mal sagten Sie in Ihrem vorigen Interview. Sie sagten, dass mit dem ersten Film, mit dem Land hinter dem Regenbogen, war das ganze Team euphorisch. Also man war wirklich lustig, also man fühlte sich lustig und man war irgendwie happy. Und mit dem, ja. Das Team war eins. Das heißt, im Deutschen heißt es sozusagen. Die negative Variante ist ein Volk, ein Reich, ein Führer oder ein Kaiser. Früher war das ein Kaiser Rom, ne? Ein Volk, auch ein. Also diese Einheit, die gab es nur in diesem einen Film, den ich erlebt habe, von 30 bis 50 Leute, die alle gleich geschwungen sind, die alle gleich gezittert haben, gleich glücklich waren. Und mit dem zweiten Film? Wir haben alle Glückshormone gebildet. Alles klar. Und mit Novalis war es anders. Sie sagten, das genau, war schon anders. Nein, das war nur Brust und Elend und Scheiße. Und oh Gott, nein, man kann doch so einen Film nicht drehen. Also es war furchtbar. Aber die Frau, die das gefragt hat, sagt auch, dass auch der Film über Novalis nicht so finster ist. Also es gibt auch Freude da drinnen. Und also wie erklären Sie das? Ja, Freude, schöner Götterfunken. Ja, richtig, natürlich gibt's da. Bitte. War das gezielt gemacht? Also wenn sogar das Team nicht so einig, nicht so happy war, aber war das gezielt gemacht? Ist es ja ein bisschen ungerecht, was ich sage, weil natürlich, wenn es sozusagen alles funktioniert hat, also wenn alles gut war, wenn die Vorbereitungen gut waren, wenn wir nicht also 8 Stunden warten mussten, wenn diese 1000 Svens nicht waren, dann waren wir natürlich auch. Alles klar. Natürlich waren wir dann auch, haben wir uns auch gefreut. Dass endlich mal was klappt. Ja, на самом деле радости там тоже было немало, просто действительно съемки очень сильно отличались, команды съемочные, поэтому первый фильм, он, ну, там просто было невероятное какое-то единение между всеми участниками, 30-50 человек называл режиссер цифры, и такого больше действительно не было. Когда снимали фильм про Навалиса в студии Дефа, там уже, ну, было очень много разных «если», и вот если бы не эти сотни «если», возможно, фильм бы вышел чуть-чуть другим. Однако радость там действительно присутствует, и, ну, в конечном итоге фильм получился, вся команда знала, что он получился, и они были им довольны, поэтому да, там тоже есть позитив, не только грусть, тоска. Das ist auch ungerecht, was ich erzähle, weil das natürlich sozusagen 30 Jahre danach ist. Und ich reg mich immer noch innerlich auf darüber. Aber natürlich gab es da auch Glücksmomente, weil wir das trotz alledem erreicht haben. Trotz alledem. Ja. Also das war's. Und natürlich gab es da auch positive Momente, weil wir es geschafft haben, zumindest einen Film herzustellen. Und nicht aufzugeben oder also nach Hause zu gehen oder uns so zu betrinken, dass wir nie wieder aufwachen. Also natürlich gab es das, weil es kleine Erfolge gab. Und ohne wenigstens einen klitzekleinen Erfolg kann man nun überhaupt keinen Film drehen. Aber was ich beklage, was wir für Möglichkeiten hatten. Mein Gott, wir hatten Möglichkeiten. Warum waren wir bloß nicht Scheiße, Mann?
Wir hatten mehr Möglichkeiten, dass sie hätten das Zehnfache rausholen können, wenn wir einig gewesen wären, wenn wir nicht so jeder für sich und so ängstlich und so, wenn diese Euphorie vom ersten Film gewesen wäre, hätten wir einen Oscar gekriegt. Also damals habe ich den auch geachtet, den Oscar, also nicht den. Просто еще хотел уточнить, что на самом деле он несправедлив, конечно, к команде второго фильма. Конечно, они все замечательно работали. Просто вот такой красоты, такого единства, как с первым фильмом, действительно не было. И поэтому, конечно, ну, очень жаль, потому что, наверное, было бы больше возможностей. Мы бы могли использовать какие-то, ну, ресурсы, которые мы не смогли использовать, потому что вот команда немножко была не хуже, а просто не было единства. Единство. И вот он считает, что все, чего они добились со вторым фильмом, они добились, фильм получился, но это было как бы вопреки. Вот. И это, ну, немножко грусть такая вот ощущается от телезрителей. Это lag vor allem an mir. Ich war kein autoritärer, ich hätte ein autoritärer Regisseur sein müssen, die Autorität haben müssen, sozusagen. Die hatte ich nicht. Ich habe sie mir ja selber abgesprochen. Ich wollte Freiheit für jeden. Also ich war sozusagen erfüllt von der Euphorie dieses ersten Films. Das entsteht von selbst. Dieses Glück zusammen, dieses Einssein entsteht von selbst. Nichts da. Wenn ich sozusagen die Autorität gehabt hätte, die natürliche, nicht also mit einem Hammer oder was, war sowieso nichts mehr zu machen. Aber die natürliche Autorität der Erfahrung, die Ruhe, vielleicht hätte ich es dann hingekriegt. Ich hatte aber überhaupt null Erfahrung mit professionellen Leuten, die nur das Professionelle machen und nicht keine Leidenschaft haben für den Stoff oder für den Regisseur oder für die Schauspielerin oder was weiß ich, irgendeine Leidenschaft haben, sondern die nur ihren Job machen, die nur funktionieren. Wenn ich die sozusagen einfach hätte führen können, wie ein normaler Regisseur, der Autorität hat, der 30 Jahre Filme gemacht hat, dann hätte ich vielleicht auch einen guten Film machen können, der innerlich eine Geschichte erzählt, der sozusagen den Zuschauer in der Nähe erzeugt, nicht der Zuschauer sozusagen hineinführt in den Film, der jetzt leider eben nicht so hat, jedenfalls nicht so, wie ich das gerne möchte. Also ich war nicht so, ich bin so ein Lufti, ich bin da durchgerannt, durchgestürmt, da wollte aber keiner mitstürmen. Ich musste die Tore alleine schießen. Очень важный момент состоит в том, что во время съемок второго фильма про Навалиса, режиссер не давил своим авторитетом, он не пытался организовывать актеров, там, других участников, ну, подавляя их авторитетом, чего, в принципе, ожидает от режиссера, потому что, ну, он руководит съемками. И он испытывал, наоборот, такую вот легкость после первого фильма, эйфорию, и ему казалось, что вот это единство, которое было при съемках первого фильма, оно автоматически появится и при втором. И он давал свободу всем участникам. Возможно, это было неправильно, но, тем не менее, вот опять-таки, вопреки, фильм все равно получился, и получился, им нравится. То, что получилось. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос по сюжету фильма. В фильме большое место уделено отношениям Навалиса с его родителями. И вот насколько это как бы элемент такой гипертрофированный, ну вот именно нужный для фильма, такой мистифицированный, получается немножко такой, как кавкианский сюжет, да, взаимоотношения Навалиса с отцом, да, насколько это близко к реальности, вот. Либо это так вот фантазийный такой сюжет больше. Ja, also die Frage ist, es ist über das Sujet. Es geht darum im Film, dass es ist sehr viel den Verhältnissen von Novalis mit seinen Eltern gewidmet. Und zwar mit seinem Vater. Und die Frage ist, ob es so übertrieben ist, für den Film oder war das wirklich so, wenn Sie vielleicht die Geschichte von Novalis gelernt haben oder so, war das wirklich so, dass sein Vater ihn so unterdrückte zum Beispiel oder also wie war es mit der Realität verbunden, diese Verhältnisse? Na, die
Diese unmittelbare Gewalt, die ich sozusagen in Szene gesetzt habe oder in Szene setzen ließ durch die Schauspieler wie den Vater, die hat es wahrscheinlich so nicht gegeben. Es war eine infamere Unterdrückungsstruktur. Die war nicht so direkt. Ich bin mehr in einem Familie aufgewachsen, wo das alles direkt dazu ging. Also wenn die sich gefetzt haben, meine Eltern, dann ging das also wie in einer Drachenhöhle, eben da flogen die Fetzen. Das kommt eher von mir, das ist richtig. Aber dieses infame, diese infame Unterdrückung, dieser Mechanismus, die natürlichen Regungen dieses Novales und vor allem, ich habe ja das dann immer verglichen mit Adolf Hitler, ne, der eben auch von seinem Vater so malträtiert wurde, aber in diesem Falle wirklich fast totgeschlagen wurde und das regelmäßig. Und die Mutter musste immer vor der Tür warten, bis die Orgie vorbei war. Also es ist vielleicht eher der Vater von Adolf Hitler, der da ab und zu spricht, nicht immer, ne? Aber weil das sozusagen das Thema ja auch ein bisschen war, also jedenfalls beim Dreh, diese Orgien-Szene, da hatte ich mit der Maria Hagen, hatte ich da schon über den Fall Adolf Hitler gesprochen, der eben von seinem Vater fast totgeprügelt wurde, weil er nicht unbedingt diesen Zollbeamter werden wollte, sondern Künstler. Und der Vater wollte das und konnte das nicht akzeptieren. Und nur die Mutter hat ihn gewissermaßen gerettet, weil sie natürlich dann immer den Vater versucht hat, in den Arm zu fallen. Das ist eher Adolf Hitler als Normales. Das mag sein, weil man ja dieser Pietismus, diese Schwüle, also diese unter. Ich habe das kennengelernt durch den Pfarrer unseres Dorfes. Da wurde ich immer eingeladen. Ich weiß gar nicht warum, weil mein Vater LBG-Vorsitzender war vielleicht. Und da musste ich dann immer zum Essen mitbeten. Und ich wollte eigentlich gar nicht beten. Also ich hatte ständig Schwierigkeiten mit diesem Pfarrer. Und es war auch schon in Mainz so. Da kommt das auch her. Diese Pfarrer haben eine Art und Weise, einen zu unterdrücken. Das ist im Plan, wie die das schaffen. Und der Vater war auch so von der Wahl ist. Der hat ihn gewissermaßen in die moralische Klemme geführt und der Junge ist verkümmert. Es ist ein bisschen auch dem Kafkas Weg ähnlich, diese Verwandlung. Wusste ich nicht, danke. На самом деле, вот такого, что представлено в фильме, такого отец Навалиса, видимо, с ним не делал. Точно, конечно, никто не знает, но думаю, что нет, что это больше творческий такой вымысел, но это не просто вымысел. Режиссер использовал то, что было известно об отношениях Адольфа Гитлера с отцом. То есть вот что Гитлер стал таким, какой он был, в том числе и по причине отношения его отца к нему, что отец его просто смертным боем бил, и мать была единственным человеком, который пытался его защитить, и защитить как следует не мог, отсюда еще и на мать обида, да, то есть вот и у человека, соответственно, куча неразрешенных проблем, которые потом превращают его во что-то страшное, и в том числе такая мысль, что, возможно, то, что Навалис ушел молодым, может быть, это тоже всем повезло. Вот. То есть неизвестно, что бы приключилось, если бы он дожил до более зрелого возраста. Но вообще это было просто решение художника, то есть режиссера, добавить такое непосредственное насилие. Вероятно, его не было все-таки в реальной жизни. Сцена знакомства Навалиса с Софи фон Кюн и с девушками из замка Грюнинген напоминает сцену знакомства с Каллингзором в романе Генрих фон Офтердинген. Но при этом получается, что этот отец Софи фон Кюн, Хауптман Рокентир, это и есть Каллингзор, или Каллингзор, то есть персонаж романа Генрих фон Офтердинген, рассредоточен между разными персонажами фильма. Поняла. Also die Frage ist,
über die Bekanntschaft, welche Novalis mit Sophie und mit ihren Eltern macht. Und die Frage ist über Klingsor, ob Vater von Sophie dieser sozusagen Klingsor ist oder ist Klingsor unter unterschiedlichen Figuren in dem Film verbreitet oder wie es heißt, unterteilt. Ja, ich glaube, der Klingsor ist mir eher verteilt. Das ist so eine gewaltige Figur hier. Der Hesse hat ja dann seinen Roman gemacht. Das ist so eine tolle Figur, die, also, das ist am ehesten noch der John, der Gottfried John, noch irgendwo eine kommt da ein bisschen ran an diese Großartigkeit dieser Figur, die vor allem durch diesen Namen etwas Mystisches hat, denn etwas ein Mythos ist für sich. Den müsste man eigentlich nochmal machen. Also das müsste man, das ist eine Aufgabe. Das ist so ein schönes Teil in der Geschichte. Ich wollte übrigens noch sagen, also ich bin nie von meinem Vater geschlagen worden. Ich bin immer von meiner Mutter. Mein Vater hat mich nie angerührt. Aber wie wir alle. Dafür hatte man die Mutter gesorgt. Aber Klingsohr ist wirklich ein, der klingt im Ohr. Und ich habe diese Figur einfach, ich wollte da nicht ran, weil ich wusste ja, Hesse hat das gemacht. Das ist eine Figur von Hesse. Also sozusagen eine, Klingsohr ist, er hat etwas Modernes. Er ist ja, schon der Name sagt das. Das ist ein Zauberer, das ist ein Wundermann, das ist, da muss man einen eigenen Film machen. Man sollte da einen Film machen, wie Klingsohr letzter Sommer oder so, wie das Hesse gemacht hat. Aber man sollte ihn nicht so, ich habe ihn nicht gefunden, ehrlich gesagt, also als Schauspieler. Man bräuchte noch eine Spur mehr als Gottfried John. Es müsste einer sein, vielleicht so eine Mischung zwischen John und diesen Österreicher, man müsste den entsprechenden Schauspieler haben, der das kann, der das so ist. Kinski wäre vielleicht möglich, aber das ist natürlich ganz extrem. Das wäre ganz extrem. Ну, на самом деле, если вы обратите внимание на то, что фамилия Клингсор вообще говорящая, да, то есть Питер, ну, как переводчик тоже понимает, что это означает, то эта фигура, этот персонаж из романа самого Новалиса, он, конечно, не воплощался только в одном человеке, в одном персонаже фильма, да, то есть он был распределен действительно между несколькими, но, да, отец Софии, он, ну, может быть, был ближе к нему по, ну, некоторым аспектам, и еще Готфрид Гён тоже, ну, как бы, усилил, что ли, вот эти особенности. То есть изначально немножко планировалось по-другому, на самом деле, его трактовать, этот образ. Ну вот, сделалось так. И еще, почему вот смеялись мы, потому что по поводу битья, да, еще раз, меня самого, говорит, бил вовсе не папа, а мама. Вот, так что, ну, как бы, на самом деле насилие не всегда исходит от отца, да, вот у многих героев, а вовсе даже и от матери. Also ein Kinski, der wie eine Katze schnurren könnte, das wäre sozusagen mein Idealbild. Also nicht ideal, es gibt noch, wer könnte das spielen? Also Klingsohr ist ja, das ist ein wunderbarer Vorschlag, weil das ist wirklich eine Figur, weil falls da jemand ist, der Regisseur werden will, das sollte man gestalten. Das ist wirklich eine wunderbare Figur, die noch wartet, die noch auf ihre Entdeckung wartet. И еще непосредственно про Клингсора можно сказать, что этот образ, он вообще ждет реализации, то есть вообще неплохо было бы когда-то, может быть, снять фильм именно по тому роману Новалиса, где Клингсор выступает. Еще он сказал, что Клаус Кински мог сыграть, актер Клаус Кински, Херцога, мог бы сыграть Клингсор, насколько я понял. Ja, Клаус Кински könnte vielleicht Klingsor spielen. Glauben Sie das?
Kommt sofort die Fuhre zurück, okay. Ну да, но это забавно, ну да, да. Я не столько хочу задать вопрос, сколько поделиться впечатлением. Ведь известно, что фильм снялся... Ну, а не Frage stellen, sondern sozusagen meinen Eindruck mit Ihnen teilen, wenn ich darf. Ведь фильм снимался сразу после объединения Германии, и у меня сложилось впечатление, что через этот фильм автор хочет поделиться противоречивыми ощущениями от этого процесса. То, что юная София олицетворяет ту юную часть Германии, которая не успела пожить, Фридриха означает ту часть Германии, народ Германии, и тяжелое отношение от Фридриха с его отцом олицетворяют тяжесть, историческую тяжесть, которая висит за спиной Фридриха. И вот этот их союз, он как бы неизбежен, но для обоих неоднозначен. То есть последствия этого союза непредсказуемы, однозначно губительны для Софии и абсолютно непредсказуемы для Фридриха. Also so eine Allegorie, sehr schön. Ich versuche es jetzt am präzisesten zu übersetzen. Also da der Film gerade nach der Wiedervereinigung gedreht worden war, denkt der Herr, der jetzt sprach, dass diese Personagen, diese Figuren personifizieren etwas aus Deutschland. Und zwar, Sophie personifiziert das junge Deutschland, vielleicht die DDR, die nicht so viel gelebt hat und jetzt sterben muss. Und Friedrich personifiziert das Volk von Deutschland als Ganze, das Ganze. Und seine schweren Verhältnisse mit seinem Vater, sie symbolisieren diese Beladung, die auf Deutschland liegt. Ja. Und vielleicht das alles, also wenn Friedrich und Sophie sozusagen zusammen sind, dann wird das schön, aber auch wieder nicht so gut für beide. Zwar Sophie ist zu jung und es ist eindeutig nicht so gesund für sie. Auch für Friedrich ist es auch nicht so gut. Also ob das wirklich so war, das dachten Sie daran, als Sie... Nein, aber es ist wunderbar, was er sagt. Also ich finde das sehr gut, weil das hilft, was er sagt, hilft es zu verstehen, mehr zu verstehen. Das ist gut. Ich verstehe selbst etwas. Ich merke, wo er das gesagt hat, dass ich etwas mehr verstehe jetzt von meinem eigenen Film. Und das ist gut, was er sagt. Ему очень понравилась ваша аллегория. Er wird recht haben, das ist so. Ja, ja, aber das war mir nicht bewusst. Вы знаете, говорит, вы даже для меня открыли просто глаза на мой же собственный фильм. То есть, когда я его снимал, я об этом не думал. Но вот когда сейчас я это услышал, я понял, что вот вы, видимо, правы. Это действительно очень похоже вот на персонификацию Германии в разных видах, да, и на то, что вот это воссоединение, оно... Ну, не все было прекрасно. Ich weiß nur, dass ich an dem Film verzweifelt bin und immer noch verzweifle. Also, aber auch meinen ersten, also irgendwo, ne, also, verzweifelt. Also verzweifle in dem Sinne von, oh Gott, kannst du nicht mal ein Wunder vollbringen lassen von mir? Klar. Я все время сомневаюсь. Я даже сейчас, 30 лет спустя, все еще сомневаюсь, ну, правильно ли я понял свой фильм. И я очень рад, что вот до сих пор какие-то вот, ну, новые красивые интерпретации есть. Извините, пожалуйста. А вот вы говорили, что это такой игровой фильм, эссе на тему войны и смерти, но там же есть еще и третья тема любви. Вы считаете, что она не менее важна, или что вы думаете вообще на эту тему? Die Frage ist, Sie sagten früher, dass dieser Spielfilm ist über den Krieg und den Tod. Aber es gibt doch das dritte Thema da, und zwar das Thema der Liebe. Denken Sie, die Liebe hier nicht so wichtig ist, oder? Also was denken Sie dazu? Also zum Verlieben hat es immer gereicht, sage ich mal.
bei mir. Zum Verlieben hat es gereicht. Mhm. Aber Liebe zu leben, zum Beispiel in einer Partnerschaft, da muss man irgendwo Vorbilder haben in der Kindheit, ne? Eltern, die einen das ein bisschen vorgelebt haben, so dass man weiß, ach, es geht, es funktioniert, es ist möglich. Es ist möglich. Man muss irgendwo so ein Erlebnis haben. Habe ich nicht gehabt. Das kann ich nicht. Возможно, влюбленность там, ну, как бы имеет значение, но настоящая любовь, партнерство, ну, не про это, да. И, может быть, я ошибаюсь, потому что я, ну, может быть, сам не пережил такое вот все по-настоящему, но, во всяком случае, я не могу сказать, что в этом фильме любовь вот имеет такое значение, как «Война и смерть». Also ich glaube, die blaue Blume ist höchstwahrscheinlich das, was Meister Eckhart den göttlichen Funken nennt, jetzt in Liebe. Also nicht der göttliche Funken als blaue Blume, das wäre sozusagen meine Vorstellung davon, dass man den entdeckt in sich als blaue Blume, die man liebt. Aber nicht bloß so als, oh, eine blaue Blume, sondern dass man den Samen legt, dass man guckt und dann kommt die Knospe, kommt die erste Dingsbums aus der Erde, dann blüht, dann wächst sie, dann blüht sie. Vielleicht sowas, dass man diese Erfahrung hat, dass man lieben kann. Dass dieser goldene Funken, den Eckhart, also die Göttlichkeit, die ja eigentlich Liebe ist, dass man die sozusagen ummünzen kann in etwas Lebendiges, wie eine kleine blaue Blume, die man selber erzeugen kann, in sich, aber eben auch in seinem eigenen Garten, in sich, in seinem eigenen Paradies, in sich. Dann kann man sie vielleicht auch mit jemandem teilen, weil man dann den anderen ja auch so behandelt, wie diese blaue Blume. Und dann kann was Gutes rauskommen. Wenn man nicht, ich glaube so, zumindest habe ich eine Ahnung, wie es vielleicht gehen könnte. Есть такое понятие «искра Божья». Вот, может быть, речь идет здесь об этом. То есть, ну, что такое голубой цветок? Это не просто вот какое-то такое необычное, прекрасное романтическое явление, и символ, да, всего романтизма, это еще и на самом деле труд. То есть что такое, ну вот цветок, это же растение, которое надо сначала посадить, потом вырастить, потом вот увидеть, как оно цветет. Вот с любовью, видимо, как-то вот так же, да, то есть это не просто вот цветочек, ой, как красиво, а это должно быть выстрадано. И, ну вот я так отношусь к этому, и поэтому, ну как бы здесь, не, ну, здесь другие немножко аспекты более важные. Поэтому вот не выстрадан до конца. Nach diesem Scheißkrieg, nach diesem Scheißverbrechen, unmöglich. Da gibt es nur Selbsthass. Also insofern fühle ich mich nicht daneben als deutscher Junge da, 3 Jahre nach dem Krieg geboren. Weil es wäre ein Wunder gewesen, wenn ich sozusagen eine kleine blaue Blume erzeugen, ernähren könnte. Also insofern bin ich nicht, ich bringe mich deswegen nicht um, weil ich unfähig bin zu lieben. Weil dieser Krieg uns alle zerstört hat, ob wir nun teilgenommen haben oder nicht. Ich habe alles abgekriegt, was meine Mutter, der erste Mann war der Schlachter des Dorfes und er steht da vor seinen Schweinen und macht den Hitler groß. Und der gut, mein Vater war eine andere, war eben, dessen Vater war im Knast, ne, war ein Sozialdemokrat. Aber der erste, meine Mutter hatte den Nazi in sich irgendwo, weiß nicht, da saß keine blaue Blume drin, sondern ein braunes Monster. Nicht, dass ich meine Mutter war wunderbar. Nicht, dass ich lasse nichts über meine Mutter kommen. Aber trotzdem war ein braunes Monster in ihr.
Und in mir wahrscheinlich immer noch, ich weiß es nicht. Ich versuche es auszutreiben. Aber man muss jeden Tag arbeiten dran. Weil die... ich weiß nicht, jeden Tag nicht, aber... Ребенок, который родился, ну, он говорит о себе, да, родившись через три года после окончания войны, эта проклятая война, она уничтожила всех нас. То есть всех немцев, участвовали они или не участвовали в войне, или вот родились даже после нее, они, ну, в них было что-то разрушено, и потом голубой цветок вырастить, там действительно было трудно. То есть режиссер действительно не очень хорошо знаком с вот этим вот раем внутри себя, с вот этим садом, в котором выращивается голубой цветок, потому что его мама была замужем сначала за человеком, который поднимал руку в фашистском приветствии, да, и, ну, ну, такой вот мясник, так сказать, и его отец был другим несколько, да, то есть второй брак мамы, но тем не менее мама была и с тем, и потом с другим, то есть, ну, как бы это настолько вот все пропитало страну, что, ну, там действительно очень трудно было взращивать любовь, вот. Касательно темы войны и ее раскрытия в фильме, скажите, повлиял ли на вас, ну, в качестве оппонента, антипода Карл Клаузевиц и на то, как война отражена, тема войны отражена в речах в этом фильме? Ja, noch eine Frage zum Thema Krieg. Wie der Krieg in Ihrem Film gezeigt ist und ob Ihr Film oder Sie selbst von Karl Clausewitz irgendwie beeinflusst worden waren, wie in seinen Reden der Krieg wiedergespielt ist. Ich will jetzt den Clausewitz mit der kleinen Actionkamera machen, weil ich das übrigens, also das ist zum ersten Mal, dass ich habe den Clausewitz immer nur über die Schule, ne, wurde besprochen und so weiter. Also immer nur, ich habe mich selbst nie richtig mit ihm auseinandergesetzt. Aber ich will jetzt zum Beispiel mit der Actionkamera, will ich den Clausewitz vor entsprechenden Kulisse, also vor der Siegessäule, hier, der sogenannten Siegessäule. Siegessäule. Entschuldigung, da muss ich schon lachen. Also vor der Siegessäule hier in Berlin will ich den Clausewitz machen, übrigens. Also ich bin sicher nicht ein Experte für Clausewitz, aber das, was er über Krieg sagt, ist ja gewissermaßen in diesem ganzen deutschen. Die Schule kommt ja aus dem militärischen Bereich auch. Also die ersten Schulen waren ja einerseits Klöster, andererseits Kasernen. Also, und die Schule als Kaserne, das ist auch ein Begriff, der für Deutschland irgendwo auch seine Berechtigung hat. Und was Clausewitz über den Krieg sagt, ist sicher so deutsch, dass man das sich damit auseinandersetzen muss. Also wie gesagt, ich versuche es jetzt, indem ich jetzt über mit der Actionkamera, also mich selber sozusagen stelle, dem Text von Clausewitz. Mhm. Aber jetzt erst. Ich habe ja keine Möglichkeit mehr, Film zu machen. Ну, я бы, может быть, попыталась. На самом деле, я никогда по-настоящему с ним не спорил. Ну, то есть у меня не было прям вот такого обсуждения. Но я думаю, что это происходит еще от школы, потому что школа в Германии это была частью, ну, монастырские школы и частью, ну, казармы. И школа как казарма, такое вот военное воспитание, это, видимо, отразилось и в его речах. Но в то время, когда я снимал кино, я не противопоставлял все-таки себя ему. А сейчас я не могу уже снимать кино, поэтому я бы сейчас, наверное, нашел, что сказать, но вот я уже не снимаю. Мы заканчиваем уже. Большое спасибо вам за перевод, Кипингу за обсуждение и за фильм. Большое спасибо. И будем ждать издания его книжки в России. Jetzt möchten wir gerne Ihnen vielen Dank sagen für Ihren Film. In erster Linie und zweitens für die Beantwortung aller Fragen. Und wir werden mit Ungeduld auf das Buch von Ihnen in Russland zu veröffentlichen. Wir werden das mit Ungeduld warten.
Wenn das kommt, wär toll. Да, если это получится, будет здорово. Дальше советуется Freundschaft. Это правда будет здорово. Это, ну, такое. Да. Ура! Vielen Dank. Danke. Auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.